Ja, es ist mal wieder soweit. Ich wünsche euch ein frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2023. Das Alte geht vorbei. Hey, da bin ich richtig froh drüber. Warum? Ich kann nur von mir sprechen. Das 2020 war für mich Familie, Bekannte, Scheiße. Sehr viel Schlichtsalz, ja, also Schlichtsalzfälle, besonders in den letzten paar Tagen und natürlich auch schon etwas länger her. Es war einfach nur Mist mit mir und so, aber das gehört hier nicht hin. Deswegen hoffe ich, dass es euch viel besser gegangen ist. Könnt mir das mal ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Jahr 2022 gefunden habt. Also ich persönlich muss sagen, nach unten hin. Scheiße, das gebe ich offen und ehrlich zu. Dann haben wir jetzt 2023. Es wird sehr viel passieren oder ist ja auch seit den 1.1. Alles wird teurer, man kriegt weniger. Aber was gestern Abend, wir haben seit 2 Jahren nicht mehr so Silvester gefeiert. Wenn man sich gestern den Himmel angeschaut hat, da ist rausgeballert worden bis zum Gehtnichtmehr. Wenn man so die alten Videos so vor 2, 3 Jahren sich anschaut, im Privatumfeld oder im Netz, Feuerwerk immer so 3, 4 Minuten, dann wieder Pause, dann ein paar kleine Stellen. Aber gestern, da waren teilweise Stellen, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, nur Geböller, Farben, der Himmel, es sah wirklich schön aus, muss man lassen. Es war wirklich schön anzusehen. Aber wenn man dann überlegt, wie viel Geld da drauf gegangen ist, ui, okay, das bleibt jedem selbst überlassen, aber es wird alles teurer. Wenn ich dann so die Länder sehe, die ein, zwei Orte haben, wo richtig rausgehauen wird an Feuerwerk, an Lichtshow, an Musik, auf eine Art ist das schön. Wollen wir mal ehrlich sein. Abzusehen von Gesundheit und Natur und alles, die ganzen Böllerstoffe, wollen wir jetzt mal ganz absehen. Aber es ist auf eine Art schön. Es ist natürlich auch, wenn man selbst was verknallt, der Frust geht raus. Alles hochjagen, explodieren lassen, bevor es der Start kriegt. Finde ich auch natürlich richtig gut. Deswegen, so ein oder zwei, vielleicht auch drei Sachen werden sich auf dieses Jahr auf meinem Kanal ändern, weil eben alles teurer wird, schwachsinnige Videos wahrscheinlich weniger werden und sowas alles. Man muss rechnen heutzutage. Das ist einfach so jetzt gegeben. Wir hoffen natürlich alles, dass es besser wird 23, aber es wird nicht. Die haben jetzt schon Prognosen, aber das gehört jetzt hier nicht hin, vorausgesagt. Deswegen wünsche ich euch da draußen, dass eure Erfüllung wahr werden oder zumindest nicht so schlimm werden wie bei den, wie bei gar keinen. Es ist einfach nicht schlimm wird. Also wünschen wir uns doch alle ein frohes, gesundes, friedliches, vor allen Dingen auch, wir wissen ja, unsere Nachbarn bekriegen sich. Also ein frohes, gesundes, friedliches Jahr 2023. Es wird zwar nicht richtig so in einem passieren, aber wenigstens vielleicht für die meisten von uns. Deswegen wünsche ich, bleibt auf jeden Fall gesund.